Hallo und herzlich willkommen zu Wolfenstein The New Colossus Part 13. Wir möchten hier gerade weitermachen. Wir haben jetzt sehr viel Dialog gehabt und möchten jetzt mal wieder so richtig shootern. Das gehört halt zum Wolfenstein, das ein Teil halt. Carolina, hören Sie mich? Ich werde immer schwächer. Aus Fallflügel würde ich fallen. Aus Feindbekämpfung besteht und der andere Teil aus Rätsel lösen. Wow. Haben die jetzt etwa raketenbetriebene Züge? Und auch sehr viel philosophische Sachen. Die hätte ich jetzt eigentlich gern takedowned, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Wir werfen einfach mal unsere Waffenrüstung überprüfen. Mal schauen, ob wir von hier aus auch schon ein paar Feinde können. Das geht doch. Kann das sein, dass ich hier 0, 0, 50 und 100. Okay. Ein bisschen wenig Munition. Und es wäre gut, wenn wir jetzt die könnten mit gezielten Kopftreffern ausschalten. Wir können ja dann nachher denen ihre Munition looten. Aber im Moment müssen wir ein bisschen sparsam sein. Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren im Moment. Ja, das gefällt mir gar nicht. Mit so wenig Munition ist es vielleicht doch besser. Wenn man einen Direktangriff startet. Auch wenn das natürlich auch immer mit einem gewissen Risiko verbunden ist. Dass man sterben kann. Aber ich denke, es ist jetzt ganz wichtig, dass man Munition könnte looten. Wow, wow! Was war das? Okay, ich bin überrascht worden. Faszinierend. Mit dem Hundi habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Immer gut in Deckung bleiben. Oh, wow, wow. Ey, ey, du musst besser zielen, Mann. Okay, wir machen Takedown. Ich brauche unbedingt Munition. Null. 139. Okay. Weil mit Tesla kann ich hier nicht so viel ausrichten. Okay, ich glaube jetzt haben wir sich ein bisschen dezimiert. Mal einfach mal ein bisschen Munition looten. Und dann können wir uns einfach mal auf unsere Mission ausrichten. Kommandant. Könnte eigentlich der Letzte sein.
Ah, ich sollte nicht Munition verschwenden, Mann. So, also. Es ist ein bisschen ruhiger geworden. Ob hier noch einer rum ist? Keine Ahnung. Mhm. Ich nehme jetzt mal stark an, dass das mit dem Hebel auch wieder irgendwie Gegner angelockt hat. Habe ich es nicht gesagt. Okay, da haben wir doch ein super Mittel gegen Feinde. Aha, das sind die neuen. Die will ich euch zeigen. Das ist ein neuer Gegnertypus. Das sind so Robotermenschen. Und im Gegensatz zu den Riesenäumeln, die Panzerten, sind die eben sehr flexibel. Sie können auch auf die Seite springen. Und wenn so einer kommt, ist empfehlenswert, dass man sie schnellstens ausschaltet. Okay, Raketenantrieb startklar. Dann mal rein und ab, ja, dafür, super. Alter Mann. Also ich bin jetzt so frei und werfe die Waffe fort. Ich glaube auch nicht, dass man sie mitnehmen könnte. Aber was sicher gut ist, ist, wenn wir noch schauen, dass wir ein bisschen Munition looten können. Noch so viel Munition wie möglich. Weil es geht jetzt gerade im nächsten Abschnitt und dort müssen wir wirklich auch ein bisschen beissen. Okay. Unseren Zug müssen wir erreichen. Ich bin gerade ein bisschen am überlegen, wie das geht. Mhm. Okay. Wie kommen wir auf den Zug? Aha, okay, alles klar. Manchmal ist es ein bisschen blöd, wenn man sich so schnell bewegt, dann verliert man schnell die Orientierung. Yes, Sir, es geht los. Okay, wir bewegen uns. Ich muss ganz nach vorne zur Steuerung. Mhm. Ob erst das jemand gehört hat? Ob erst hier irgendjemand leicht angepisst ist? Oh, wir haben unsere erste Schrotflinte bekommen. Die kennen wir noch aus dem Wolfenstein 1. Die hat richtig Power. Richtig Power hat die. Aber auch ein Takedown ist nicht zu verachten, finde ich, gerade in diesen engen Räumlichkeiten. Achtung, Voldibroy is on the way. Hey. Also ich sehe nur noch Blutspritzen. Ich habe gar keine Orientierung mehr. Ihr seht, das ist also ein Traumwumme. Und selbstverständlich sollte man dann auch schauen, dass man die noch aufrüsten kann, weil dann wird sie noch viel effektiver. Natürlich könnte man jetzt auch Akimbo machen. Ja, muss jetzt nicht sein. Hallo, wer schießt? Ich höre dich schießen, aber ich sehe dich nicht. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Hallo? Mann, wo hat sich der wieder versteckt? Hm? Ich glaube, keine Ahnung. Hat er sich selber in die Luft gejagt?
höre einmal nichts mehr. So, mal schnell schauen. Hier gibt es natürlich noch guten Loot. Sollte man sich vielleicht nicht entgehen lassen, wenn es irgendetwas Interessantes hat. Nicht verfügbar. Oh, oh, oh. Jungs und Mädels, das weiss ich jetzt wirklich nicht, ob man hier runtergumpen soll. Also da habe ich wirklich keine Ahnung. Also das Loch kenne ich nicht. So, mal schnell schauen. Gibt es irgendwo eine Richtung an? Ja, also, probieren wir es halt. Oh mein Herr, nein, sorry. Das probieren wir lieber nicht. Irgendetwas stimmt hier nicht. Oh Mann! Dass Wolfenstein so fies ist und so mehrere Möglichkeiten einbaut von den Wegen, das finde ich sehr verwerflich, muss ich also wirklich sagen. Wenn wir nämlich jetzt hier runter wären, habe ich irgendwie das Gefühl, wären wir gestorben. Okay, jetzt hört ihr am besten auf euren Voldiboy, weil man möchte jetzt sehr gern die Typen hier angreifen, aber das ist nicht der Weg. Und geht hier genau in der Mitte runter, nehmt das Ding hier. Das sind eben die neuen Gegner, die ich euch gesagt habe. Die sind allerdings inaktiv. Ah, dann haben wir wieder die geile Maschine. Okay. Hier ist wirklich besser, wenn wir zuerst mal einfach so ein bisschen stealth-mässig unterwegs sind. Wie früher oder später werden wir sowieso alle müssen nehmen. Aber gerade jetzt, so in dem Bereich, lohnt es sich, um ein bisschen sneaken. Wenigstens so lange, wie wir können. Ihr wisst ja, das geht meistens nicht so lang. Dann werden sie uns entdecken. Hallo! Mann, du siehst cool aus. Schnell schauen. Ob wir da noch irgendwie können sneaken. Irgendwann ist einfach fertig mit sneaken. Aber wenigstens war es ein Kommandant. Jetzt sind sie natürlich angepisst. Und sicher kommen jetzt auch die anderen. Aber ihr seht, wir haben einfach so herrliche Wummen und ich genieße es wirklich. Schon super. Die haben einfach so null Brot gegen das Teil. Okay, aber wahrscheinlich haben wir jetzt keine Munition mehr. Macht nichts. Mein Maschinengewehr ist ja verstärkt. Sturmgewehr, sagt man, glaube ich. Jetzt der ist ganz cool, weil da verstecken wir es einfach hin und machen unseren Trick. Weil der kann nämlich da nicht reinkommen. Wir könnten natürlich auch Granaten schießen. Hallo? Regime? Schrei du nur, das nützt dir nichts. Voldiboy macht euch den gar aus. Okay, man sollte sich nicht zu früh freuen. Da war irgendetwas. Hä? Keine Ahnung, was das war. Irgendetwas schiesst. Wir müssen vorsichtig sein. Ich glaube, ich lasse das Teil mal los. Und gehe lieber hier rein. Meine feierliche Gesundheit verloren. Hm. Ist irgendetwas? Was ist das nur? Ah! Okay. Ah, das ist so eine Schiessanlage. Oh, ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist, die zu bekämpfen. Glaube ich echt nicht. Hier in diesen engen Gängen ist aber wieder, wie gesagt, sehr cool. Man kann sich auch sehr gut verstecken.
Und gerade jetzt, wo wir feierlichen Schutz verloren haben, durch die Aktion, die meiner Meinung nach völlig unnötig war, wäre es gut, wenn wir uns wieder aufluten würden. Und erst dann wieder im Kampf ziehend. Na? Wo seid ihr? Noch ein Schutz. Ich sehe ihn! Ich wechsle die Position! Alarm! Ja, das sind so die beliebten. Oh oh. Das sind so die beliebten Dialoge im Wolfenstein, wo die NPCs haben. Ich kann jetzt wirklich mittlerweile auswendig. Mal schauen, ob ich jetzt da. Ah, nein, die ist auf Null. Uiuiuiui. Immer schön in Bewegung bleiben. Okay, es ist immer noch auf Null. Zum Glück haben wir hier ja auch mehrere Möglichkeiten. Mit dem haben wir nicht gerechnet, gell? Ringelpitz mit Anfassen, sagen die Deutschen, glaube ich. Okay. Wie sieht es mit unserer Sendezeit aus? Ja, ich gönne mir noch 5 Minuten. So, wirklich schnell überlegen, was wir machen. Jawohl, sehr gut. Zug steuern. Mir haltet an! Schreib dir das hinter die Ohren. Das Tor geht auf und das Schicksal nimmt seinen Lauf. Nur wenn ich gerade drei schieße, Jungs und Mädels, ich denke, wir machen hier einen Break. Wir sehen uns zu Wolfenstein The New Colossus Part 14. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, bitte liket mich oder schreibt etwas in die Kommentare. Und wenn euch mein Gameplay fasziniert, dann werdet doch Abonnent. Bis die Tage, freue mich auf euch.